5 Uhr morgens auf dem Großmarkt in München. Normalerweise werden hier jeden Tag rund 1700 Tonnen Obst und Gemüse umgeschlagen. Seit dem ersten Toten durch die Darminfektion EHEC verzichten aber immer mehr Verbraucher auf Grünkost. Mit fatalen Folgen, sagt der Präsident des Bayerischen Fruchtimport- und Großhandels Günter Warchula. EHEC wirkt sich auf unsere Umsätze katastrophal aus. Das heißt, wir haben Umsatzeinbrüche von bis zu 90%, vor allen Dingen in den Artikeln, die unter Generalverdacht stehen. Das heißt Salat, Gurken und Tomaten. Mittlerweile warnen die Gesundheitsbehörden nur noch vor dem Verzehr von Sprossen. Günter Warchula befürchtet dennoch Langzeitfolgen für die Branche. Der Imageschaden, der entstanden ist, der kann so schnell nicht mehr ausgebügelt werden. Das heißt, das Gedächtnis der Menschen ist in diesen Geschichten schwierig. Die Stimmung auf dem Großmarkt ist schlecht. Besonders kritisieren die Händler die Informationspolitik der Behörden. Trotz vieler Verdachtsmomente konnte die EHEC-Quelle noch immer nicht nachgewiesen werden. Ja, wenn sie wissen würden, wo er drinsteckt, wäre ich ja zufrieden, dass wir wenigstens einmal ein bisschen einen Anhaltspunkt haben. Aber so ist das, kann man ja gar nicht reagieren, weil das ist ja jeden Tag schon bald eine andere Meldung. Die Politik, was kann die Politik machen? Mehr ist mehr eine Sache für die Wissenschaftler, oder? Für die Mikrobiologen oder wer auch immer. Wenn die Wissenschaftler schon nicht wissen, wo es herkommt, woher soll es dann die Politik wissen? Nach Angaben des Bauernverbands liegt der Verlust der deutschen Landwirte bei 5 Millionen Euro am Tag. Brüssel will daher europaweit 210 Millionen Euro Soforthilfe zahlen. Pläne für eine Entschädigung der Händler gibt es dagegen nicht. Sie sind auf das Vertrauen der Kunden angewiesen. Doch auch auf dem Münchner Viktualienmarkt sind die ganz unterschiedlicher Meinung. Ich habe früher schon Gemüse gegessen und esse es heute noch genauso. Ja, ich kaufe hier, es kommt alles von örtlichen Bauern und in Süddeutschland hat man wenig gehört, außer von eingeschleppten Fällen. Ja, es hat sich wohl schon verändert. Man verzichtet auf frisches Gemüse, man kauft tiefgefrorene Sachen, weil man weiß da nicht, was auf uns zukommt. Ne? Vom Imageverlust des Gemüses profitiert besonders Tiefkühlkost. Der Einzelhandel meldet bereits ein Umsatzplus.